Ja, ja, so geschwind kann das gehen. Geschwind? Hast du den Pippal, wo du eh fast 20 Jahre krank und trotzdem ist 86 geworden? Detwart ist die nächste Kandidatin. Die schaut sich auch bald die Erdipfel von unten an. Tag, Frau Kaiser. Grüß Gott. Jetzt steht der grausliche Wagen noch immer da. Ich glaub, der ist schon längst weg, wenn wir vom Gassigehen zurückkommen. Vorne eh schon. Sagen Sie, mit wem werden Sie jetzt telefonieren, wenn die Pippa nicht mehr ist? Das ist rührend, liebe Frau Kotzibar, dass Sie sich Sorgen machen. Aber mein Hunderl und ich, wir haben genug Ansprache. Ja. Gell, Assi? Guten Morgen, die Damen. Morgen. Ein traumhafter Tag heute, was? Nur ein Pech, dass die alte Pippa nicht mehr erleben kann. Pietät haben Sie auch nicht gerade viel. Die habe ich mir angewöhnt. Das Leben besteht aus Sachzwängen. Durch den Heimgang der alten Frau Pippal wird eine Wohnung frei und da, die ich sowieso dringend brauche für unsere Roma-Familie. Roma? Das sind doch Zigeuner, oder? Logisch. Na und? Haben Sie was gegen Zigeuner? Sind doch auch Menschen. Aber müssen die unbedingt in unserem Bau da wohnen? Und warum nicht? Wahrsagerinnen wohnen ja auch hier. Genau. Im Rahmen unseres Integrationsprogrammes darf es keine Unterschiede geben, sagt unser Herr Bürgermeister, der Genosse, persönlich. Es wird, wenn wieder einmal eine Wohnung frei wird, vielleicht sogar eine indische Familie bei uns einziehen. Sagen Sie mal, warum schauen Sie mich denn so an, wenn Sie von einer freien Wohnung reden? Die haben da nicht. Vielleicht, weil Sie halt auch nicht mehr die Jüngste sind. Das Leben ist seltsam, Frau Kotzibar. Es gibt Leute, die sind ganz gesund. Aber innen drinnen, da nagt schon der Krebs. Fleißig. Ich werde noch lang nicht sterben. Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Tag. Alte Grätzen. Los, seit wir es aufgedeckt haben, holt sie sich da eh zurück. Also, meine Damen, ich muss nix für Stress. Vom ersten Hahnenschrei bis in die dunkle Nacht. Also, meine Damen. Ich muss auch, vierte. Alle haben's gnädig. Und zu was? Man lebt eh nur so kurz und ist dann so lang tot. Sie haben ihn. Wen haben's? Na, mein Franzi. In der Nähe von Nussdorf, da hat ihn eine Funkstreife gefunden. Und? Na ja, jetzt ist er in der Psychiatrie am Steinhof. Seit wann? Seit heute in der Früh. Die Polizei hat mich angerufen. Ich fahr jetzt gleich. Wenn du willst, kannst du meinen Wagen haben. Ich steh vis-à-vis. Ich danke dir schön, Kitty. Ich rufe euch dann an und erzähl euch dann später alles, gell? Pfiat euch. Gott sei Dank, dass sie den Franzi gefunden haben. Ja. Hoffentlich behalten sie ihn nicht zu lang am Steinhof. Den armen Buben. Ja. Bist wie ein Kaisermühl, was? Ja, die war schon immer wie ein Kaisermühl, aber jetzt ist es offiziell. Du auch Salzstangerl, was die Frage an deine Hatsch nächste, ah? Nein, leider, das geht nicht. Okay, hey, also, was heißt, geht? Na, die meine jetzt mal mit dem selben Gewerbe sind. Transportgewerbe, hä? Ja. Und das ist ein Spaß. Die Hinnichen am Friedhof und man auch dafür. Ja, Spaß, was? Ja, man, langsam fahren muss ich andrucken, darfst du halt nicht, ne? Aber es ist kein Verkehr. Parkplatz wollen wir auch keinen suchen, geht nicht? Meine Arbeit ist eh okay, aber. Scheiße, bald auf alles! Weißt du, Joschi, was ich an dir bewundere? Du machst immer das, was dich gefreut. Na ja, was sonst? Was sonst? Das ist die Frage. Ich kann ja nichts. Ich kann ja nichts, weil das schon her. Ich kann nichts. Jeder Mensch kann was, nicht? Schau mir bitte. Ich kann. Kann ich mir auch Zimtschnecken nehmen, eine? Erst nein. Und wenn ich was kennt, bin ich mir der Jüngste. Und die Lena hätte sicher auch kein Verständnis für das, wenn ich. Das kann dir aber wurscht sein, bitte. Sag, was hast du da vorher gesungen? Das ist da gegen das Radio. Das war mir unterbewusst. Ja, wurscht, aber es war nicht schlecht, sing noch mal. Okay.
Dancing. There is a house in New Orleans. They call the right. Ja, das ist Leihwand. Okay, na, oh ja. Na klar, man, das ist klingt wie der Ding da. Da, der Hase geht der Böden. Nein, das hat eh der Böden auch gesungen. Siehst du, ich hab das nur erkannt, weil du das so gut hast. Ja. Hallo? Hi. Ja. Huch, ich überlege mir da was. Ja. Pass auf, ich mache ein Konzept. Und du? Und ich? Du übst. Also, Freitling, sagen, wo ist denn jetzt? Franzi, ich hab so Angst gehabt um dich. Ihr Bruder nimmt sie nicht wahr, Frau Gstettner. Ja, aber das vergeht doch wieder, oder? Das bleibt doch nicht. Nein, es handelt sich ja nur um eine Katatymie. Hervorgerufen durch ein Ereignis und verstärkt durch sein Herumirren danach. Gott, ja, aber was ist denn das? Ist das was Schlimmes? Aber nein, Ihr Bruder muss nur das auslösende Affekterlebnis, das die kataplektische Hemmung bewirkt hat, verkraften. Ich würde meinen, in etwa 1 bis 2 Wochen können Sie Ihren Bruder wieder haben. Hast du gehört, Franzi? Jetzt kannst du bald wieder nach Haus. Zum Kudernack und zum Bezirksrat. Freust dich? Ihr Bruder kann Sie nicht verstehen, Frau Gstettner. Kommen Sie doch übermorgen wieder. Dann werden wir sicher schon mehr über eine eventuelle Besserung wissen. Und dann begann meine Karriere als Fußballtrainer. Ich habe dann mit der... Ja, grüß Ihnen. Ja, was machen denn Sie da? Scott. Die Schwester vom Pünferl. Sag mal, was schaust du so? Wenn jemand schaut, dann bin's ich. Du bist nur mein Athlet, das merkt er das. Das ist der Dr. Semmel, mein Gehilfe. Scott. Bitte nehmen Sie Platz. Huck auf Seiten, komm, gehen wir. Ja, sagen Sie mal, warum schauen Sie so traurig? Hat man Ihnen nicht nehmen wollen, da herum bei uns? Ich wollte nicht da bleiben, ich bin nur Besuch. Der Franzi liegt da auf Pavillon 13. Ganz leichter Pavillon. Ganz leichter Pavillon. Und Sie bleiben länger da? Na, keineswegs. Ich habe mich nur vorübergehend da einquartiert. Weil unten in Kaisermühlen, da ist es laut und unruhig. Und da herum, am Steinhof, da kann man in Ruhe arbeiten. Wie Sie ja wissen, schreibe ich jetzt eine Kolumne. Viel zu arbeiten. Das weiß doch ein jeder, Herr Schibester. Sie sind ja inzwischen eine richtige Berühmtheit geworden. Das kann man wohl sagen, nicht? Darum schreibe ich ja jetzt meine Memoiren. Die erscheinen in einer Serie in meiner Zeitung, nicht? Und das da, das ist mein Sekretär, nicht? Das ist ein armer Noah, nicht? Aber er hat studiert und kann auch stenografieren. Und auch mit dem Computer schreiben, gell? Jetzt lacht er. Ja, ich muss jetzt wieder gehen. Ja, ist eh besser. Ich hab viel zu arbeiten. Für den Gott. Wiedersehen. Ja, tun Sie jetzt die nieder, wir tun jetzt weiter. Ist das doch nicht der Herr? Alle paar Monate geht das schon. Wir sind ja auch keine Hunde. Guten Abend. Tisch für 2. Guten Abend. Ja, mehr sind wir nicht. Na, das gibt's aber nicht. Moment. Ja. Der Nancy, sagst du, hast Nachtdienst und dabei sitzt du da mit einer anderen Frau? Was macht's denn hier da? Steh sofort auf und komm. Wir haben ja gerade das Essen gekriegt. Steh auf, wenn deine Mutter sagt. Mein Link, das ist meine Mama. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Ich freue mich weniger. Redst du mit ihr? Also komm schon. Warte, ich komm gleich. Ich sitze mittlerweile zu dem Fräulein. Bringen Sie mal ein Bier, bitte. Alles in Ordnung, Chef. Alles friedlich. Nicht schau nicht so, ich tue dir ja nichts. So kannst du nicht bei dem Chineser in Kaisermühlen generieren? Ja, aber das Restaurant ist abgebrannt und ich arbeite jetzt beim Golden Star in Dresdner Straße. Aha, dort hat er die also abgestaubt. Doch zu, lass den Gustl erinnern. Das ist kein Mann für dich. Du weißt doch, dass er verheiratet ist. Ja, aber er sagt immer, die Frau ist schlecht und nichts Liebe und so. Das kann schon sein. Aber sie haben ein Kind miteinander und kriegen bald ein zweites. Da kannst du doch nicht reindrängen. Außer du willst die Frau unglücklich machen und den Kindern den Vater wegnehmen.
Willst du es? Nein, sicher nicht. Also lass ich mich in Ruhe. Du bist näher gekommen. Mit Gustl ist seine Mutter. Dann fahr ich dich nach Hause und der Gustl soll seine Mutter heimführen. Sind Sie mit mir böse? Warum sollte ich? Also jetzt ist es wieder kalt. Weißt du, was dir von rechts wegen gehört? Ein paar Watschen. Eine schwangere Frau und ein Kind daheim und fliegt mit einer Chinesin umeinander. Aber Mama, ich wollte jetzt halt einmal die Pappen, mach mich doch nicht schwierig. Na, na, ist was, geht's weiter, kümmert sich um eure Sachen. Danke. Also, mit was bist du denn hergekommen? Ja, mit meinem Wagen. Ja, na, und wo steht er? Ums Eck. Also, komm, dann gehen wir. Ja, aber wohin denn? Na, zu mir. Du hast ja angeblich Nachtdienst. Also, komm schon. Und der Nancy? Du wirst nichts sagen? Nein, weil ich ein guter Depp bin. Aber wenn ich dich noch einmal erwischt, dann spielst du Granate. Darauf kannst du Gift nehmen. Weißt, die Schimmel sind keine feinen Leute und wir wollen auch keine sein. Aber fremd geht, tun wir nicht. Geht das eine in den depperten Schädel? Also, komm schon. Schauen Sie, so einfach wie Sie glauben, ist das nicht, Gnädigste, ja? Da lauter Ansuchen auf Gewerbeberechtigungen für Astrologen, Graphologen, Wahrsager, Pendler, Wünschelroutengeher und sogar Tischlrucker. Da kann es doch auf einen kleinen Gewerbeschein für mich nicht ankommen, Herr Senatsrat. Senatsrat gibt's keinen. Ernst, mir kommt's langsam schon so vor, als ob's in Wien eine Absprache oder sowas gab. Jeder Dritte will schon die Zukunft voraussagen und sich damit auch gut eine Nase verdienen. Dabei ist es doch eh alles nur Blimmelblammel für die Depperten. Im wirklichen Durchblick hat doch eh keiner. Gott sei Dank. Ich habe ihn, Herr Senatsrat. Geben Sie mir einmal Ihre rechte Hand. Für was denn, hä? Weil ich Ihnen eine kleine Probe meiner Fähigkeiten geben will. Nimm ja Horengechu, nimm ja Horengechu. Sie stehen am Beginn einer Wende. Ihr Leben wird sich durch eine besondere Überraschung völlig verändern. Viel Geld sehe ich. Eine große Summe, über die sich Ihre blonde, hübsche Frau und Ihr dunkelhaariges Töchterlein, Ihr blonder Sohn, sehr freuen werden. Eine große Reise, die Sie mit Ihren Lieben machen. Sagen Sie mal, woher wissen Sie, wie meine Leute schon? Und dass ich in der Klassenlotterie ein Viertel los hab. Weil ich sehen kann. Sie haben doch die Augen zugehabt. Ich sehe mit meinem dritten Auge, das mir mein tibetischer Lehrer, der Lama Dzogchen Tseng, geöffnet hat. Ja. Und wo haben Sie das dritte Auge? Über der Nasenwurzel. Im Zentrum des Maha-Chakra. Es öffnet sich, wenn die Schlange Kundali es erreicht. Aber Vorsicht, sie ist leicht reißbar. Na sowas. Ein Schlange, ein Chakra und ein drittes Auge. Org, naja. Viel leicht ist doch was dran. Natürlich ist etwas dran. Ich habe 3 Jahre in Tibet gelebt. Bekomme ich nun meinen Gewerbeschein, Herr Obersenatsrat? Wo ist denn der Tachinierer? Ich weiß es nicht. Der Gneisser bringt mich noch ins Grab. Na gut, dafür kriegt er zahlt, dass er andere ins Grab bringt. Nicht mich. Reden Sie nicht so blöd und suchen Sie mir das Gefraß. Du, hör mit der Rotzerei auf. Du hast leicht reden, du hast ja keine Blumenallergie. Blumenallergie? Auf einmal hat mein Schwager eine Blumenallergie? Der Arzt hat gesagt, sowas kommt oft von heute auf morgen. Ich glaube nicht, dass ich heute noch singen kann. Der Arzt ist ein Trottel und du wirst singen. Also, was ist jetzt? Können wir jetzt endlich mit der Zeremonie anfangen? In der Sekunde, lieber Herr, in der Sekunde. Wo ist der Teufel? Können wir nicht gleich anfangen? Ist die Stimme gleich ganz weg. Ist es zu weit? Geht's schon los?
Ja, von uns aus ging jetzt dann jetzt. Zwei der Rechner ist auf 100 jetzt. Also gut, dass du da bist. Ich hab mich nämlich eingesperrt. Ja, so, da kann man sich nicht einsperren, oder? Ja, aber die Tür hat geklemmt. Aber von innen hat's geklemmt. Nur von innen. Gnässer, du Zorgnagel, was zum Teufel machst du da? Ich war eingesperrt. Eingesperrt? In einer Sauna kann man sich nicht einsperren, da kann man nur einschlafen. Es ist mir alles irgendwie sehr peinlich. Pack dich zusammen und geh mir aus den Augen. Du bist abgelöst, Gnässer. Ich will dich in dem Urnenhain nicht mehr sehen, oder es passiert was. Das kannst du nicht machen, Herbert. Und ob ich das kann, mir reicht's. Nicht nur, dass mich mein Schwager, das Psycherl, seit Wochen mit seinen Stimmausfällen terrorisiert, schmeißt du, Vogel, auch noch die Zeremonie. Putz dich, oder ich vergiss mich. Wenn es die Totenruhe nicht stören tät, tät ich dich an die Wand bieten. Heißt das jetzt, ich bin gefeuert? Ja, gefeuert aus der Feuerhalle. Asse! Servus. Und warum schaust du so blöd? Ich? Unbewusst, Herr Amtsrat. Nein, ich überlege mir noch gerade was, wegen einem Schwager, ne? In die Stimmausfälle. Ich bin selber ein bisschen in der Musikbranche tätig und ich weiß, mit sowas darf man sich nicht spielen, ne? Weil wenn sich der Sturm singt. Sag einmal, Däubler, was wüssten du von mir? Nix, gar nichts. Ne? Ich denke mal nur, weiß ich, ein paar Wochen Singpause taten ja nicht schlecht. So ein Blödsinn. Und wer singt mir die Einäscherungen? Der Pavarotti? Sicher nicht. Aber sagt Ihnen der Name René Gstettner was? Ehrlich gestanden, nein. Eben. Wollen wir doch. Ah, grüß Sie, Herr Kudenjak. Grüß Sie. Ganz gut, dass ich Sie treffe. Ich muss dringend mit Ihnen reden. Was gibt's denn? Gehen wir auf einen Kaffee. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Ich bin gerade auf dem Weg in die Bibliothek um ein wichtiges Buch. Nein, das können Sie ja später auch hingehen. Die haben eh bis 7 Uhr offen. Also kommen Sie, ne? Ja. Ich krieg einen kleinen Blau, ja? Ja, mehr Melange mit viel Milch. Ja. Also komm schon, komm. Also? Ja, also es geht um einen Franzi. Der kennt jetzt das Haus gehen. Ja, soll er wieder zu mir kommen? Ja, das tut er eh, nur. Danke. Dankeschön. Der Franzi hat einen Deppscher. Der redet nix und teilt nix. Der ist wie ein Automat, zumindest momentan. Schauerlich. Und wird er so bleiben? Na, das nicht. Der Arzt hat gesagt, das wird sich schon wieder geben. Das ist nur so eine momentane Kappa, irgendwas. Also, es ist nicht gefährlich. Und der tut auch niemand was. Nur reden tut er halt nix. Aber er macht alles, was man ihm sagt. Das ist ganz scheißlich. Das ist so wie damals, wie er die Jugoslawien vernaschen hat wollen. Da ist er da auch davor gerannt. Ah ja, kann mich erinnern. Ja, ja. Aber es ist blöd, jetzt mitten in der Chronik, muss ich aufhören. Ist ja wurscht. Der Franzi ist der Franzi. Wann lassen Sie denn aus? Morgen. Deswegen wollte ich ja mit Ihnen reden. Ah, morgen schon. Ja, und sagen Sie, der Bezirksvorsteher, der ist ja jetzt sein Vormund. Weißt du davon? Nicht, dass er mal wieder einen Wickel macht. Nein, das geht schon in Ordnung. Die Lena hat ja mit ihm geredet und er hat ausdrücklich Ja gesagt. Und der Franzi, man, kommt der selber oder im Krankenwagen? Naja, am besten war es, wenn Sie ihn abholen täten. Da hätte er wenigstens gleich einen Freund um sich. Ja, wenn Sie wollen, können wir mit meinem Auto hinfahren. Ja, das war aber nett. Hörst du, Bezirksrat? Wir holen den Franzi mit dem Auto. Der braucht uns jetzt. Ja, irgendwie erstreckt. Ohne Gitter und der Regen voll geflitter. Und plötzlich ist es die Endzeit. Hoffentlich heirate ich nicht da drinnen. Schnell bitte, ich muss dringend. Na, was glaubst du, warum wir da stehen? Nein, sie wird schon rauskommen. Hoffentlich, man wartet schon ewig. Hallo,
Sie da drin. Ist Ihnen schlecht oder was? Du bleibst nicht, solange du versammst das halbe Konzert. Da stimmt was nicht. Da stöhnt wer. Na, wenn sie da auch nicht einen Rausch ausschlaft, dann kannst du die Depper pumpen. Nein, da drin ist was. Na klar, vielleicht sind sie zu zweit. Naja, weil ein Häusl ist billiger als ein Hotel. Hallo? Hallo, sieh da drin, was ist? Hallo? Jetzt höre ich nichts mehr. Aber zuerst war das so ein Stöhnen und Röcheln. Ganz sicher. Ganz sicher? Entschuldigung, ich glaube, man muss das damals hier aufbrechen. Da ist auch nicht drin und riert sich nicht mehr. Das ist eingesperrt. Ja, nicht schon wieder. Erst letzte Woche ist mir wieder eingeschlafen drin. Ich sag's Ihnen, so wird. Das ist nicht lustig. Heute haben wir wieder ein sagenhaftes Geschäft gemacht, Berlibär. Wenn das weiter so gut geht, werden wir die Schnitzelplatzl bald vergrößern müssen. Ja, aber ohne mich, wer lange halte ich die schwere Arbeit nicht mehr aus? Wer schickt uns denn da ein Telegramm? Na, niemand, da hat sich wieder ein Hetz gemacht. Ja? Nein. Was nein? Zeig mal her. Haben heute geheiratet, heiße ich jetzt Gampernick, deine Mutter. Ich bring's um. Ich bring's um. Ich bring's alle zwei um. Sag mal, wer soll denn dieser Gampernick überhaupt sein? Kennst du den? Nein, Gampernick. Ich kenn keinen Gampernick. Moment. Hast nicht der Alte so? Der, was der Mama damals geholfen hat, wie er schlecht worden ist? Gampernick. Ja, genau, der heißt Gampernick. Das ist, glaube ich, auch der, was der Schimek die Trafik verschafft hat. Gampernick. Jetzt haben wir erledigt, Maus. Wenn die Mama jetzt stirbt, dann erb ich nur den Pflichtteil. Oder gar nichts. Nein. Und der Alte erbt alles, dieser Gampernick. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Man muss schon eine gewisse Zeit verheiratet sein, bevor man erben kann. So 3 oder 4 Jahre, glaube ich. Der erbt glatt. Der Saukerl, der erbt. Weil deine Mutter lebt doch noch mindestens 30 Jahre. Die schaut uns da noch allen in die Gruben nach. Also, dass die Mama nur einmal heiratet, das macht sie mir zu Fleiß. Mausi, das macht sie mir zu Fleiß. So was gehört überhaupt verboten. Alte Leute brauchen nicht heiraten. Bei denen spielt sie bettmäßig eh nichts mehr an. Wenn ich was zu reden hätte, dann hätte ich überhaupt sagen, ab 70 kehrt jeder ins Altersheim und entmündigt. Die sind ja wie die Polypen. Blockieren den jungen Leuten die Wohnungen, gehen wählen. Wenn ich was zu reden hätte, dann würde ich überhaupt sagen, ab 70 wird ihnen das Wahlrecht entzogen, weil die Alten wollen eh nur deppert. Ja, Mausi, die Alten haben hauptsächlich deine Partei gewählt. Weil nämlich dein Wranitzki ihnen versprochen hat, dass er die Pensionen nicht anrührt. Das ist Tatsache. Aber sag ich eh! Der Wranitzki? Echt? Echt? Dann wähle ich ihn das nächste Mal nicht mehr. Ja, dann wird er nicht mehr Bundeskanzler werden. Ist mir auch wurscht, ich will überhaupt niemanden mehr. Bei der nächsten Wahl schreibe ich auf den Zettel Turicek. So, und jetzt muss ich geschwind ins Haus, bevor mich da der Schlag trifft. Masi. Hast du die Schafstrommel jetzt gehabt? Masi, ich weiß nicht, sollte man nicht vielleicht doch, ich meine, sollte man nicht doch wenigstens ein kleines Telegramm, wir wenn du das euch, tust, dann sind wir geschiedene Leute, das sag ich aber dir. Nur, aber nur, deppert genug, weißt ja. Masi, lass mich da rein, Masi! Ich hab doch nicht geheiratet! So was Furchtbares. Und dabei habe ich mich so auf ein schönes Konzert gefreut. Und auf ein bisschen fachsimpeln über den Robert, ne? Naja, hat nicht sollen sein. Ist vielleicht eh besser so. Thanks. Beide. Offensichtlich gut an der Schuss. Ach Gott, wahrscheinlich jeder das polnische Scheißzeug. Wahrscheinlich. Das ist jedes Mal anders, das Zeug lässt sich kaum dosieren. Da kannst du nicht schon zu sowas kommen. Und wieder zwei Kinder. Ja,
Nix und wieder nix. Und nur auf der Straße allein mit ihren Freunden und mit ihren Ressourcen. Na ja, Pech gehabt. Aber irgendwann werden sie ihm so gestorben. Ob jung oder alt ist ja wurscht. Nicht so blätter her, es war gar viel für andere. Was soll ich denn machen, wenn sie tot sind? Wenn ich warne, werden sie auch nicht mehr lebendig. Du bist so deppert. Was denn? Sonst bist du ja auch cool. Ja, ich bin ja eh cool. Aber wenn ich jetzt vom Alter sehe, da sicher noch meine Tochter, die ist auch so tot. Die Fotos gesehen. Ja, wahrscheinlich habe ich auch alles falsch gemacht. Und ihr schleicht euch jetzt. Los, geht's heim und schaut euch in den Spiegel. Ja, immer. Sauber, ja, ist schon gut. Von mir hast du die Leiche frei für die Gerichtsmedizin. Ihr könnt es durchsuchen. Das willst du machen. Na, geh schon. Danke. Und du rennst um die Hof? Das ist doch nur Dreck. Dreck, Dreck. Mir und dem ist Kübler. Ich stehe mittendrin. Bist du nicht geschlafen, geht? Was ist denn mit dir? Das ist doch alles nur ein Scheiß, was dir da schreibt. Mir hat's gefallen. Bei welcher Stelle bist du denn? Da, wo der tote Bub im Schnee gefunden wird. Also gerade das ist so poetisch. Wo der Simmel schreibt, dass der Schnee herunterfällt und die große Liebe. Doch ein Blödsinn. Wenn einer die Botschenbeutel, was ist denn da poetisch? Ist doch extra zum Reihen. Tatmann, was ist denn wirklich los? Ja. Der Gustl und ich, wir sind halt bei zwei toten Madeln gewesen. Was umbracht? Ja. Aber von sich selber. In einem Häusl. In einem Verbrunsten. Alle zwei haben sie den Goldenen gegeben. Abmarkiert mit 17 Jahren. Und zu dem Ganzen hat der Neuwirt gesungen. Mit seinen Schrammen. Was war das am Ende bei dem Konzert, wo die Sabine mit der Wesseli war? Ja. Das ist eine Zeit. Scheißzeit. Am liebsten halte ich den Hut auf die ganze Polizei. Ich mag nicht mehr Gitti. Ich meine, so was geht in den Dienst, wenn ich eh nichts ändern kann. Sie hätten es gern genommen. Aber gekriegt haben sie es nicht. Ich hab mich heute Abend nichts gekümmert. Was haben den depperten Dienst? Die Frau weg. Mit dem. Ich hab's eh nicht verstanden. Aber die Ilse, die. Auf die hab ich nicht geschaut und die hab ich mich nicht gekümmert, die hab ich im Stich lassen. Jetzt mach dir doch keine Vorwürfe. Die Kinder machen doch sowieso was wollen. Passt du dir nur mehr Ines anschauen? Keiner weiß, warum die Leute überhaupt auf die Welt kommen. Wahrscheinlich ändert das unglücklich werden, was? Steiger dich nicht ein. Wir zwei sind doch nicht unglücklich, oder? Ja. Das ist doch schon ein bisschen was. Hm? Also, komm schlafen. Guten Morgen, Frau Kotzibar, wie fleißig Sie sind. Na komm mal. Hat sie leicht angefällt, die alte Kaiser? Ja, aber nein, die ist sowas von freundlich zu mir. Seit ich beim Wahrsagen erwischt habe, man könnte direkt glauben, die steht sich auf mich. Sehr, sehr gut, das tue schon ich.
Grüß euch. Servus, Knackwurst. Grüß euch. Ja, wem haben wir denn da unser Franzi? Da hast du gefreut, dass du wieder bei uns bist, was? Freulich gefreut, dass ich der Franzi da. Ja, geh, Franzi, gefreust dich, dass du wieder bei mir und beim Bezirksrat bist. Haben Sie was im Auge, weil Sie so zwinkern? Zwinke ich? Geh, Franzi, da nimm den Bezirksrat und geh mit ihm in die Wohnung. Da sind die Schlüssel. Franzi, komm. Was hat er denn, weil er so schaut und nichts redet? Naja, ein bisschen krank ist er halt noch, nicht? Aber der Doktor hat gesagt, es wird es ja wieder geben. Am besten, Sie reden mit ihm so, als ob nichts war. Wiederschauen. Ja, sicher. Ja, das wird schon wieder. Oder was? Ist der kommt ja daher wie der Frankenstein. Armer Mensch. Traurig. Der Doktor hat gesagt, er wird wieder. Ne? Ich hoffe. Ich hoffe. Da weißt du ja auch. Ja, wer kein Wort der falschen Gläschen. Geh los doch. Alte Weiber, was kann man machen, werden halt so. Sei froh, dass du mich zur richtigen Zeit erwischt hast. Mit mir im Bett bleibst du jung bis ins hohe Alter. Hm? Erst sag doch nicht solche Sachen mitten im Hof. Okay. Baba. Herr Ober. Guten Tag, Schulter. Servus. Servus, Gneiser. Um was geht's denn? Hm? Nix. Walter wird mich noch Schnitt haben. Ja, Wiener Natur, Kordon, zum Hieressen, zum Mitnehmen. Es geht aufs Haus natürlich. Für was haben wir den Kollegen? Ne? Danke sehr, aber das war nicht notwendig gewesen. So ein Schnitterl. Und dann wird ja, dann nehmen wir es gleich das da. So, dann mal guten Appetit. Vielen Dank. Bitte schön. Wollen Sie irgendwas zum Trinken dazu? Vielleicht ein Bier, ein gespritzt, Mineralwasser? Ein Bier. Ein Bier. Trage ich ein Bier für den Herrn Bezirksrat. Hör na. Ausgezeichnet. Wir gehen ja alles, was er ist. Alle Bonheur! Ja, ihr Hassan, ist ein guter Koch. Ja, irgendwas muss er ja gesehen. Stere doch nicht, ist doch nicht reserviert. Bin ich nicht im Weg. Ach, Sie sind überhaupt nie im Weg, Neisser. Aber Sie sind ja nicht nur wegen dem Schnitzel gekommen, das sieht man Ihnen ja an. Ja, hauptsächlich schon. Aber auf der anderen Seite. Lassen Sie ihn recht gut schmecken, Gefahr. Beste Schweinderl, freilaufend von einem Bauernhof. Müssen Sie, danke. Ich habe da nämlich so was Ähnliches wie eine Idee. Ging halt wieder um Kaiser. Oh je, was wird denn das wieder werden? Sie, Schweinderl, sagen Sie nicht, oh je. Weil diesmal ist die Idee wirklich gut. Müssen Sie? Haben wir da nämlich gedacht. Na. Aber ich kann das unmöglich da vor alle Leute, kann ich das jetzt nicht sagen. Ja, aber irgendeine Andeutung wirst du machen können. Wissen Sie, es geht um Folgendes. Dass Sie den Schmiedl auch auf jeder Suppen sein wollen, weiß ich. Und dass du nicht mehr richtig tickst, weiß ich auch. Aber dass du unser Kaisermühlen vom 22. Bezirk abtrennen und als eigenen 24. rennen lassen willst, auf das wir nicht einmal hinkommen. Was hast du denn denkt dabei? Wenn's da überhaupt was denkt hast, du Unwurm, du! Dass die Donnerstadt immer größer wird. Ein Mammutbezirk. Und darum habe ich. Schau. Früher hat Wien auch 25 Bezirke gehabt. Ne? 26. Das war in die 40er Jahre! Und jetzt scheinbar bald 2000. Na, darum habe ich mir auch gedacht, dass man ohne weiteres im 21. Jahrhundert, dass es möglich wäre. Das Denken überlass mir. Sag ich, was schleichen Sie denn da um mich herum? Sie den Akt brauchen. Ja, apropos Denken. Du bist ja noch vom Dienst suspendiert. Aber nicht mehr lang. In 14 Tagen kommst du woanders hin, wo du keinen Schaden mehr anrichten kannst. Wohin denn? Ins Rathaus. In unsere Zukunftswerkstatt. Dort sitzen lauter solche Pfosten wie du, die was sich ununterbrochen was einfallen lassen, was nie realisiert wird. Dort passt du genau hin. Du fährst hinauf und ich bin dich los. Und sie kümmern ihnen um innere Schnitzeln und lassen mir unser Kaisermühlen in Ruhe, verstanden?
Ob sie verstanden hat, sie Christkindl hier! Bringt er was, Trautmann? Wer ist denn das? Ah, Dealer. Die Kollegen haben ihn bei der U-Bahn-Station Friedensburg erwischt. Da. Das hat er noch bei sich gehabt. Das ist ein Heroin, oder? Das weiß doch ich nicht. Ich mein, das haben die Kieber in Taschen gesteckt, was wir Meier gemacht haben. Ah ja? Er verkauft hat. Er ist ja dabei beobachtet worden. Das ist schon wieder so ein Kieberer Schmäh. Ah, Kieberer Schmäh. Hm. Hör zu. Wir haben vor ein paar Tagen beim Konzert zwei Kinder gefunden, verreckt an einer Überdosis. Vielleicht haben sie den Stoff bei dir gekauft, was? Nein. Opa, dann gehörst du gar nicht was. Oder weißt du überhaupt nicht, was ein Heroin ist, gell? Das weiß ich schon. War nur aus der Zeitung. Das ist ja nur aus der Zeitung, verstehe. Und selber drucken tust du nicht? Bitte. Nur eine! Hurenhund, damit du nicht einseitig bist. Unschuldige Kinder umbringen, nur damit sie ihr scheiß Geld verdienst, was? Mach du die Vernehmung mit ihrem, ich geh an die frische Luft. Das sage ich auch, dass mit der Kieber der Kater die Würen anholt. Alter, ja, der Goschen, ja? Du redst erst dann, wenn's gefragt wirst. She's so my new change. Jawohl, so ist es. My father. Schön, Arschwurz. Na ja, das ist super. Das ist top auf der Pop, bitte glaub mir das. Hörst du, das passt. Das klingt besser als der versoffene Böden. Glaub mir's. Das ist ja nicht deppert. Meine Sängerei, die ist ja nichts. Das passt. Neue Sänger braucht das Land. Ja, und das konzeptionell, wie du weißt, haben wir das schon durchgearbeitet. Ab heute heißt Rese Weiß. Was? Da müsst vielleicht als Reinigstädten auftreten. Ich meine, da kommst du in keine Umlaufbahn, ne? Wie heißt aber das so? Was da schlecht war? Sag, glaubst du vielleicht, der Erik Böden heißt wirklich Erik Böden? Wieso? Wie heißt er denn? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber der hat auch irgendwie Deppert geheißen, ne? Moment, Moment! Sag, kannst du andere Sachen auch singen? Ja. Huch! Morgen in der Früh gehen wir zweimal ja Auftrittsgewandel kaufen. Und am Nachmittag, na ja, haben wir den ersten Auftritt. Also ich weiß nicht. Ja, na, aber ich weiß. Ich hab schon alles ausgemacht. Komm jetzt, locker bleiben, Reh, da hast du die Noten. Üb das. Was ist denn das für ein scheiß Text? Der Text ist doch wurscht, das ist mehr. Also eine Interpretationssache, was? Wo ist der Auftritt? Das ist. Na, super Raum, Bozen Akustik. Wir sehen, pfeift. Mein Beileid, gnädige Frau. Dankeschön. Also, das ist wirklich impertinent. Du traust dich doch noch zu uns herein, nachdem was alles passiert ist. Ich bin trauernder hier, sozusagen. Als Gast von der seligen Frau Pippal. Das Einzige, was du mir anbieten darfst, ist ein Blutz. Aber das sehr, sehr höflich, ja? Mein Mann nimmt hier ausschließlich seine Verpflichtung als Kaisermühlner Bezirksrat wahr. Sicher nicht. Wie geht's denn der Claudia? Ja, danke schön. Viel besser schon. Nächste Woche holen wir sie heim von der Therapie. Okay. Dann werden wir ja sehen, ob sich unsere Familie wieder zusammenrauft. So, geht gleich los. Wir sind eh schon so gespannt, Gewinner. Ja. Ich weiß nicht, wenn es nur schon vorbei wäre. Lass mich, ich hab so ein flaues Gefühl im Magen. Der Arme ist sicher auch schon nervös. Geh, sei frei auf. Psst. Den richtigen Ton haben. Ave
eigentlich Dieter? Dieter? Das ist die Alleinerbin, irgendeine uneheliche Nichte von der Verstorbenen. Die überwurzelte Schnapsprinzessin. Na, da schaut der Pippal wieder mal endlich. Was sagst denn du dazu, Wasti? Vor allem, wir uns jahrzehntelang auf, damit am Schluss einer daherkommt und alles abbrannt. So eine Frechheit. Ja, das ist wirklich eine Frechheit. Was hast denn du dir eigentlich dabei gedacht, Alba? Da ist immer was anderes, ne? Hallo? Ist dort das Finanzamt? Ja, ich möchte gerne etwas melden. Bezüglich einer Erbschaftssteuer. Ich geniere mich ja so. Ich glaube, die stirbt da drinnen. Hey, ich mein, so relativ leer, oder? Aber sehr relativ. Ja, mein Gott, was, das war mal ein Versuch, was? Und das ist ja nicht sein Musikstil. Er zeigt mit der Band, sein Trans, der Nubens, Featuring, rede falsch, das fährt bitte. Ein Moment, mit einer Band kommt man da keiner herein. Ja, sicher nicht, weil mit der Band geht man die Öffentlichkeit. Es tut mir leid, aber das war ein Scheiß. Ah, hier, du bist ein bisschen nervös, was? Das ist ja nicht der Ambiente da drin. Das zeige ich mit der lockeren Bühne schon vor. Ja, kränk dich nicht, mir hat's gefallen. Und dir auch, gell? Ja, schon, ne? Aber bitte, bin ja kein Maßstab, nicht? Für mich war es direkt ein Klangerlebnis, wenn nicht sogar ein Ohrenschmaus. Also, Ohrenschmaus war es nicht gerade, aber es ist gegangen. Ja, jetzt komm, jetzt lach einmal. Ha? Ich sing nie wieder. Ja, aber freilich singst du. Und wenn du willst, kannst du das ja auch. Komm, was gehört? Was das heißt? Weitermachen heißt das. Das war die Stimme des Volkes, glauben wir das. Lene, wenn wir wollen, uns gehört die Welt, glauben wir das. Aber Sie haben gesagt, heute wird ein Stern geboren. Ja, nein. Der ist eh schon oben am Himmel, der Stern. Wenn nur am heiligen Tag da siehst, kein Stern. Und ich kann sagen, ich war dabei, wie der Stern geboren worden ist. Ich, die Kotziba. Na, da kommt Freude auf. Und was für eine. Na gut, sagen wir, es war nichts. Und gehen wir zu Hause. Genau. Ja, na, Moment, gibt's denn da keinen Leichenschmaus oder sowas? Natürlich nicht. Was glaubst du denn? Die paar Schilling von der Tante haben kaum für die Urne gereicht. Und Sie glauben hoffentlich eh nicht, dass sie für Ihren Skandal da drinnen auch noch was soll. Ja, richtig. Ja. Ja, die Frau Pippal war eine sehr ehrliche Person. Ja, richtig natürlich. Die würde sich im Grab umdrehen, wenn eine sogenannte Nichte nicht auf Heller und Pfennig ihre Steuer. Bitte? Ach, na ja, ich glaube schon, dass das da.